Nicht nur die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei ist ein großes Mysterium. Nein, auch seine Bewohner machen diesen zauberhaften Ort zu dem, was er ist. Egal ob umhergleitende Geister, kleine Hauselfen, Hexen und Zauberer unterschiedlicher Altersklassen oder sogar Porträts, die mit einem sprechen, sie alle haben eines gemeinsam. Denn sie alle machen Hogwarts zu dem Ort, den wir alle kennen und lieben. Zu diesen gerade aufgeführten Bewohnern des Schlosses gehören natürlich aber auch all die Professoren, deren Aufgabe es ist, die Studenten in die hohe Kunst der Magie zu unterrichten. Wie wir alle wissen, handelt es sich bei Hogwarts um ein magisches Internat. Sprich, die Schülerinnen und Schüler verbleiben über die gesamte Schulzeit im Schloss und kommen nur in den Ferien zurück zu ihren Familien. Dafür schlafen sie in eigens angelegten Schlafsälen, die sich innerhalb ihrer jeweiligen Gemeinschaftsräume befinden. Doch nachvollziehbarerweise sind es eben nicht nur die Studenten selbst, die auf Hogwarts verweilen und leben, sondern auch die Professoren, welche natürlich eine Aufsichtspflicht auch über die eigentliche Unterrichtszeit hinaus besaßen. Stellt sich nur die Frage, wo diese geschlafen haben, beziehungsweise auch, wie ihre generelle Freizeit so aussah. Genau darüber habe ich mir mal ausführlich Gedanken gemacht, die ich euch in diesem Video präsentieren möchte. Von daher ganz viel Spaß beim Zuschauen. Denkt man über den möglichen Alltag der Hogwarts-Professoren nach, fällt einem vermutlich direkt das uns bekannte Muggel-Internat als Äquivalent zu dieser Thematik ein. Und gewiss kann man so manche Schlussfolgerungen aus diesem Vergleich ziehen. Bei den uns bekannten Internaten ist es zum Beispiel so, dass die Lehrerinnen und Lehrer zwischen verschiedenen Konzepten entscheiden können. So wohnen einige von ihnen tatsächlich selbst im Internat, beispielsweise wenn der eigene Wohnort zu weit davon entfernt liegt, oder sie pendeln in bestimmten Zeitspannen hin und her, sofern der eigene Wohnort ein regelmäßiges Pendeln sinnvoll und umsetzbar macht. Für die Betreuung ihrer Schüler sind sie natürlich nicht 24/7 zuständig. Erstens, weil das natürlich viel zu anstrengend wäre, und auch, weil damit das Pendeln eher schwierig umsetzbar wäre. Aus diesem Grund gibt es natürlich auch in Internaten Schichtdienste, was die Betreuung als auch das Unterrichten der Schüler anbelangt. Übertragen wir diese Informationen auf Hogwarts, kann man zumindest schon mal annehmen, dass auch die Professoren dort zwischen den verschiedenen Konzepten wählen können. So ist zum Beispiel kanonisch belegt, dass Minerva McGonagall selbst zwischen den Jahren 1982 und 1985 mit ihrem viel zu früh verstorbenen Ehemann Elfie Stone Urquhart in einem kleinen Haus in Hogsmeade lebte, von wo aus sie problemlos zwischen Wohnhaus und Hogwarts hin und her pendeln konnte, da beide Orte bekanntermaßen in direkter Nachbarschaft liegen. Nach Elphinstones Tod durch den Biss einer giftigen Venemosa Tentacula im Jahre 1985 zog Minerva McGonagall aus besagtem Haus aus und bewohnte Hogwarts daraufhin dauerhaft. Ein anderes bekanntes Beispiel ist Professor Severus Snape, welcher das Haus seiner Eltern Tobias Snape und Eileen Prince in Spinner's End, einem kleinen Dorf in Cogworth, Großbritannien, übernahm. Leider ist nicht genau bekannt, wie oft er das Haus wirklich bewohnte. Lediglich im sechsten Teil während des Sommers 1996 war davon die Rede. Jedoch kann man vermuten, dass Snape vielleicht doch häufiger, eventuell sogar jeden Sommer dort lebte, da wir im sechsten Teil von einem Elfenwein erfahren, den Peter Pettigrew Snapes Gästen Bellatrix und Narcissa servieren sollte und der als besonders verstaubt beschrieben wurde. Möglich also, dass Snape eine Art Weinkeller besaß und dort magische Weine lagerte. Was eher Sinn macht, wenn Snape das Haus regelmäßiger besucht als nur dieses eine beschriebene Mal im sechsten Teil. Und auch wenn Snape Hogwarts ebenfalls als sein wahres Zuhause ansah, ist es doch naheliegender, dass der jähzornige und nicht unbedingt kinderfreundliche Zaubertrankprofessor seine Sommerferien wohl lieber in seinen eigenen vier Wänden fristet, als in einem Schloss zusammen mit dutzenden Kindern und Jugendlichen. Ein Beispiel für einen Professor, der definitiv das ganze Jahr über auf Hogwarts verblieb, war Sybil Trelawney. Da wir im fünften Teil erfahren, dass sie kein anderes Zuhause besaß, als ihr Umbridge damit drohte, sie von Hogwarts zu suspendieren. Halten wir anhand dessen also mal fest, dass auch die Professoren auf Hogwarts die freie Entscheidung darüber besitzen, ob sie auf Hogwarts selbst oder doch lieber in den eigenen vier Wänden leben möchten. Im Gegensatz zu unseren Muggel-Internaten werden die Lehrer auf Hogwarts wohl auch keine Probleme in Bezug aufs Pendeln zwischen Schule und Wohnort haben, da sie als ausgebildete Hexen und Zauberer eine Vielzahl von Optionen hätten, selbst weiter entfernte Orte in Bruchteilen von Sekunden zu besuchen. Zwar befindet sich auf Hogwarts ein Anti-Disappariert-Zauber, dieser gilt jedoch nur auf Hogwarts selbst.
nicht aber im angrenzenden Zaubererdorf Hogsmeade, weshalb es für die Professorin ein leichtes wäre, erst nach Hogsmeade zu spazieren, um dann von dort aus nach Hause zu apparieren. Jene Lehrer, die während der Ferien auf Hogwarts verweilen, schlafen in eigenen Räumen in unmittelbarer Nähe ihrer Büros. Wobei es innerhalb der Bücher auch einmal hieß, dass Minerva McGonagall den Lärm einer Party im Gryffindor-Gemeinschaftsraum hörte, was darauf schließen lässt, dass ihr Aufenthaltsraum in der Nähe des Gryffindor-Gemeinschaftsraums liegt. Möglich wäre aber auch, dass die Hauslehrer eine Ausnahme darstellen und spezielle Räume bewusst in der Nähe ihrer Gemeinschaftsräume bewohnen. Doch natürlich zählt nicht nur Schlafen zu den Alltagssituationen eines Hogwarts-Professors, denn neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Lehrer hatten sie natürlich auch Freizeit, die sie vielseitig einzusetzen wussten. Aus den Büchern ist zum Beispiel bekannt, dass es einige Lehrer oft runter ins Dorf Hogsmeade bzw. in die drei Besen verschlug, wo sie gemeinsam mit anderen oder auch mal alleine ein Butterbier oder etwas dergleichen vor sich hinschlürften. Außerdem konnten sie die Zeit auch in ihren eigenen Büros oder im Lehrerzimmer von Hogwarts verbringen, vermutlich abhängig davon, ob sie Gesellschaft wünschten oder nicht. Zum Essen gingen Lehrer wie auch Schüler gemeinsam in die große Halle, waren aber im Gegensatz zu diesen nicht daran gebunden, da es in den Büchern zum Beispiel heißt, dass Professor Trelawney, Lehrerin für Wahrsagen, des Öfteren in ihrem Klassenzimmer aß. Somit können wir festhalten, dass auch die Hogwarts-Professoren am grundsätzlichen Alltag der Schule teilhatten und sich ihr Alltag innerhalb der Schlossmauern nur geringfügig vom Alltag der Studenten unterschied, wenn sie auch natürlich aufgrund ihrer Position gewisse Privilegien besaßen, die den Studenten vorenthalten blieben. Doch wie viel Freizeit hatten die Professoren eigentlich zur Verfügung? Immerhin ist die Anzahl der Lehrer auf Hogwarts durchaus überschaubar, vor allem wenn man sich die hunderten Schülerinnen und Schüler vor Augen führt, die an 5 Tagen die Woche im Klassenzimmer saßen und büffelten. Naja, gehen wir von ca. 40 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr aus, besitzt Hogwarts eine ungefähre Schülerzahl von 280. Was hinkommt, wenn man sich die Menge der Schüler in den Filmen zu Gemüte führt. Die verschiedenen Klassen- und Unterrichtseinheiten werden von 2 Häusern gleichzeitig belegt und beinhalten grob überschlagen 20 Studenten pro Klasse. Rechnen wir also die 280 Studenten geteilt durch die 20 Personen pro Klasse, kommen wir auf 14 unterschiedliche Klassen, die gleichzeitig unterrichtet werden. Theoretisch zumindest. Denn Astrologie zum Beispiel wird nur nachts unterrichtet, weshalb dieses Fach schon mal nicht in den Zeitrahmen der übrigen Fächer fällt. Insgesamt gibt es auf Hogwarts 12 ZAG-Fächer. Diese sind Wahrsagen, Zaubertränke, Zauberkunst, Verwandlung, Kräuterkunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Astrologie, Pflege magischer Geschöpfe, Muggelkunde, Arithmantik, alte Runen und Geschichte der Zauberei. Wobei Erstklässler nur 7 dieser Fächer sowie Flugstunden belegen. Zweitklässler haben keine Flugstunden mehr sowie auch keine Wahlfächer, die erst ab dem 3. Schuljahr hinzukommen, wodurch die Menge der gleichzeitig zu unterrichtenden Schüler schon mal etwas minimiert wird. UTZ-Studenten haben in ihrem 7. Schuljahr sogar einige Freistunden zum Lernen, wodurch ihre generelle Unterrichtszeit auch ein wenig minimiert und der Lehrplan entlastet wird. Alles in allem würde die Anzahl der Lehrer im Verhältnis zu den ca. 280 Schülern zwar passen, aber dass sie chronisch überarbeitet wären, kaum von der Hand zu weisen. Vor allem auch, weil es keinen großen Spielraum für Ausfälle, zum Beispiel durch Krankheit, gab. In einer Welt, wo Knochen über Nacht mit Hilfe eines Zaubertranks nachwachsen können, wohl jedoch ein überschaubares Problem. Ich denke, all diese Gedanken und Erklärungen zu diesem Thema geben schon ein recht gutes Bild über das Leben und den Alltag eines Hogwarts-Professors. Weshalb mich jetzt mal interessieren würde, ob dieser Job etwas für euch wäre. Und wärt ihr lieber Halbtagslehrer oder würdet ihr doch eher Hogwarts als dauerhaften Wohnort bevorzugen? Schreibt mir eure Meinungen und auch gerne eure Gedanken zum Thema und Video unten in die Kommentare. Lasst dem Ganzen auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt. Ebenfalls sehr unterstützen tun mich auch meine Patreon-Supporter, die hier gerade wieder durchs Bild fliegen. Ein riesengroßes Dankeschön geht raus für euren Support. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!